willst du wissen, was die meisten interessiert, aber ich stelle dir die Frage nicht. Wieso? Weil du gesagt hast, ich soll dir keine Fragen dazu stellen. Weil ich dachte, du kannst sie ja mal stellen und da kann ich aber noch entscheiden. In was für Aktien investierst du? Das ist ganz einfach. In Sachen, die ich eigentlich kenne und ETFs. Und was sind das für Beispiele? Hast du gerade noch ein paar so? Muss nicht alles, ein paar. Ein paar finden das vielleicht zu fraglich, aber da ich halt nur Sachen... Pass auf. Nicht so rumdrehen. Ja. Weil der... Also ich habe zum Beispiel Starbucks habe ich, Nestle, was hatte ich noch? McDonald's. Mhm. Also klassische Blue Chips einfach. Coca-Cola habe ich, glaube ich, auch. Coca-Cola hast du, glaube ich, auch, ja. Vanguard. Capcom hast du noch. Capcom. Ja. Nintendo hast du auch. Ja, genau, ja. Einfach so Sachen, die ich halt kenne, oder? Damit ich ja. Also einfach. Einen Bezug noch dazu hast. Ja, damit es irgendwie auch einfacher ist. Nicht noch irgendwie was nachlesen musst oder so, weil. Das hätte mich jetzt echt, glaube ich, auch abgeschreckt. Also ist das schon länger her. Also sei ich für dich ETFs am besten. Ja, ich würde sagen schon. Mit den anderen, die ich ja einfach gekannt habe, haben wir angefangen, das halt so ein bisschen lustig für mich war. Einfach so, was gibt's denn eigentlich, was ich kenne? Okay, das und das kenne ich, das könnte eine Firma sein, in die man investieren kann. Dann haben wir das einfach so rausgesucht. Und jetzt ist eigentlich ETF schon am besten. Also, Der Vanguard FTSE All World ETF. Den gibt's übrigens jetzt wieder gibt's jetzt neu bei You auch. Die haben jetzt den Vanguard Total World Stock ausgetauscht mit dem Vanguard FTSE All World. Das ist der, den du jetzt auch besparst. Den ich auch bespare. Dann haben wir auch noch eine Frage, die ist vielleicht besser. Wie habt ihr Geschäft und Privates getrennt? Also Arbeit und Privat einfach sozusagen. Meint er jetzt hier. Also eigentlich, also meiner Meinung nach gut, weil ich kann mich immer gut distanzieren. Thomas distanziert sich vielleicht ein bisschen zu wenig von der Arbeit. Aber ja, ich versuche immer wieder so den lieben Thomas ein bisschen rauszuholen. Also die Trennung sieht etwa so aus. Also wir sind ja jetzt im Büro und das Büro und unsere Wohnung sind ja zwei verschiedene Wohnungen halt. Mhm. Und ich würde sagen halt, im Büro geht es halt nur um die Arbeit, oder? Praktisch. Vielleicht ab und zu noch ein bisschen zocken für Thomas, wenn er WoW spielen will. Das kann er ja bei uns oben nicht am Fernseher ohne Computer. Ja, aber sonst eigentlich wirklich Büro ist Arbeit. Und dann ist aber dann wirklich auch dann Feierabend. Also wenn es dann Abendessen gibt oder halt insgesamt, wenn es Essen gibt, ist fertig Arbeit. Dann gucken wir was zusammen. So stellen wir halt dann ab oder... Unternehmen, was mit unseren Freunden, da ist dann auch so getrennt. Ja, also eigentlich schon eher bei uns in der Wohnung ist dann weniger Arbeit, aber gibt es halt dann auch, dass dann Thomas zwischendurch mal was checken will, E-Mails checken oder irgendwie etwas mit seinem Vater telefoniert, du musst jetzt auch das und das machen oder so. Oder hat auch schon einfach random den Alex angerufen, so 10 Uhr abends gefühlt. Ich so, oh mein Gott, dieser ruft ja jetzt noch 10 Uhr abends an. Weiß nicht mehr. Ja, und dann so, warte, ich frage, glaube ich, nur, bist du noch im Büro? Kannst du das noch machen? Aber der Alex war dann schon zu Hause. Also gesagt, egal. Aber schon, der Kopf ist, glaube ich, von Thomas viel, viel bei der Arbeit. Also bei mir geht das ganz schnell. Wenn die 15 Minuten vorbei sind, die ich mir gesagt habe, ja, bis jetzt, dann ist vorbei mit Arbeit. Dann ist für mich Freizeit. Das hatte ich damals aber auch in der UBS. Ich glaube so, es kommt halt mega drauf an, so, wenn das, was du halt so machst... Also dir Spaß macht, oder? Dann denkst du auch gerne drüber nach. Ja, und es kommt halt, glaube ich, super darauf an. Also ich glaube, wenn du... Also ich glaube vor allem, es muss mal, also wenn du vor allem, wenn du Impact, glaube ich, hast, also Spaß und Impact ist, glaube ich, auch nochmal, spielt auch noch so eine große Rolle. Also, also wenn du zum Beispiel irgendwo arbeitest, wo du halt so direkt, ich meine, stell dir jetzt mal vor, dort, wo du arbeitest, du implementierst was völlig Neues, was vorher noch nicht da gewesen ist. Und jetzt werden die Prozesse effizienter und du verkaufst auf einmal mehr oder irgendwas anderes oder du siehst halt, okay, die Aufrufe steigen oder das steigt oder das passiert. Ich glaube, auch das kann so ein großer Faktor sein. Also wenn du halt so siehst, du bewegst irgendwas in dieser Welt, irgendwo,
Dann kann das halt auch nochmal so ein Impact haben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also jetzt einfach als Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt nehmen wir das Beispiel, du arbeitest im Verkauf und im Laden steht jetzt ein Regal und du sagst jetzt, hier müssen wir jetzt aber ein neues Regal hinstellen. Egal aus welchem Grund. Mhm. Und dann nächste Woche steht das neue Regal da, weil du gesagt hast, das soll jetzt hier stehen. Das ist ein cooles Gefühl, oder? Genau, das gibt dir halt so einen Impact, wo du halt sagst, okay, ich habe jetzt da was bewirkt und das bewirkt dann vielleicht mehr Umsatz oder keine Ahnung, an neue Kunden, weil wir jetzt neue Produkte haben, die wir sonst vorher nicht hatten und so weiter. Und dieser Impact, also ich jetzt meine, auf diesem Niveau, das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch sagen könntest, hey, wir wollen jetzt alle Regale um 90 Grad gedreht haben, weil das besser ist, egal aus welchem Grund, auch das an sich ist ja schon ein Impact. Weil dann sind alle Regale, so wie du es jetzt willst, um 90% gedreht worden. Und dann siehst du halt, ob das jetzt besser ist oder nicht in den Zahlen nachher. Mhm. Wenn überhaupt. Aber auch so oder so hast du irgendwas in der physischen, halt einen Impact gehabt, zum Beispiel an deinem Arbeitsort oder so. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Und dann hast du dann auch Lust, das nächste Mal dann auch wieder einen Impact zu bringen, genau. Dass dann auch wieder ein gutes Resultat daraus entsteht. Und dafür braucht man halt Zeit zu überlegen. Und ja, wann überlegt man halt, wenn man Zeit hat, oder? Und das ist halt dann einfach, keine Ahnung, wenn du irgendwo hinsetzt oder, keine Ahnung, einen freien Kopf hast, denkst du, ah, ja, das wollte ich mir doch noch überlegen, das wollte ich doch noch so und so machen. Mhm. Und dann arbeitest du dann halt automatisch wieder, oder? Mhm. Das ist so, also ich glaube Google, also Alphabet, Facebook, also Meta und solche Firmen, die machen das ganz extrem, die machen das ja irgendwie so, du hast da den Campus, wo du arbeitest. Du kannst theoretisch dort auch schlafen, wenn du dort eine Wohnung hast. Die haben auch teilweise so, also in den USA so einen Campus, wo du auch wohnen kannst, wie so in der Schule gefühlt. Die haben dort auch diverse Freizeitaktivitäten, Restaurants und alles. Und der Witz an der Sache, was sie dann auch ultra, das finde ich dann schon so fast, also sektenmäßig gefühlt, wenn du zum Beispiel mit mindestens, glaube ich, zwei anderen Facebook-Mitarbeitern zusammen irgendwo essen gehst, egal wo du etwas unternimmst, übernimmt das die Firma. Egal wo du hingehst, ja. Sobald noch zwei oder drei weitere Facebook-Mitarbeiter mitkommen. Aber das ist echt smart, weil dir wird sozusagen der Aufwand weggenommen, so deine Freizeit auch so, weiß auch nicht, ist schwierig zu sagen. Also es übernimmt so ein bisschen die Verantwortung über deine Freizeit, dann hast du mehr Platz für andere Sachen, oder? Und dann für die Arbeit zu überlegen. Weißt du, was ich meine? Ja, also vielleicht nicht so ganz korrekt ausgedrückt. Das Ding ist halt so, du hast dann, also sie wollen, dass du halt mehr Zeit mit Facebook-Mitarbeitern untereinander auch in der Freizeit verbringst, dass falls irgendwelche Ideen kommen, während dem du am Wandern bist. Dass sie besprochen werden, ja, genau. Genau, Alter, das ist so heavy. Das ist, also das finde ich dann schon so, okay, das finde ich schon ein bisschen weird. Aber also das wird halt so effektiv gemacht, also im großen Stil, jetzt nicht nur bei Facebook, sondern auch bei anderen Firmen. Und das ist halt schon, finde ich schon relativ, also relativ krass, wenn du dir das so überlegst. Ja. So. Stell dir mal vor, dort wo du arbeitest, zum Beispiel im Migro, Coop oder ist ja völlig egal, wo, wenn du mit zwei, drei anderen Leuten, die auch im Coop oder Migro oder so arbeiten, irgendwas machen gehst, in den Europapark gehst, das zahlen sie. Mhm. Stell dir das mal vor. Das ist crazy. Also, ich fand das richtig cool, aber ja. Fast schon irgendwie utopisch, aber also ja. Ich finde das eher schon so was sektenmäßig. Du findest das sektenmäßig? Ja, ich finde das sektenmäßig. Ich meine, so klar, du kannst mal so Team-Events machen, aber so, das ist dann schon sehr übertrieben. Stell dir vor, du wohnst dort, wo du arbeitest, also so richtig, also im Campus, also das ist aber nicht dein Business, sondern du arbeitest für jemanden. Du hängst dann nachher nur noch mit Leuten, die in diesem Betrieb arbeiten zusammen. Das heißt, sobald du mal nicht mehr dort arbeitest, ist dein gesamter sozialer Kreis weg. Das ist schon crazy. Also alles weg. Weg im Prinzip. Weil es wird ja gefördert, dass du nur mit Leuten zum Beispiel auch in Freizeit Dinge erledigst, also die in Facebook arbeiten, weil dann die Kosten übernommen werden, zum Beispiel. Mhm. Klar machen das nicht alle, aber es gibt sicher genug Leute, die sich sagen, okay, hey, why not, dann machen wir auch mal irgendwelche Erlebnissachen und dann gehe ich nur mit Facebook-Leuten dahin, weil es dann gratis, also kostenlos ist. Stimmt eigentlich. Es ist ja nur cool, solange du dann da auch arbeitest. Genau, sobald du nicht mehr dort arbeitest, ist nicht dann mehr so. Dann ist dann alles weg. Geil. Ja, alles gone. Hm. Das sind auch wieder perfide. Du bist dann so, du bleibst nicht nur beim Betrieb, weil du dort gut entlöhnt wirst, sondern. Weil es dein Leben ist. Ja. Ohne dass du es merkst, ist auf einmal dein Leben und. Wenn du es merkst, ist es schon zu spät, weil dann ist da, also ist dann sozusagen ist der soziale Kreis schon weg. Ja, also habe ich das gar nicht angeguckt. Das ist schon krass. Aber das stimmt, ja. Darum sektenmäßig. Ja. No front. Hm.
Hast du noch ein Thema? Ein spannendes? Wenn du gerne drüber reden willst? In meinem Kopf macht's wie die Uhr. Tick, 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 tick. Ja. Du? Ich bin gerade auch am Überlegen. Ich meine, wir haben jetzt also viel so über Ziele auch geredet, unter anderem. Also sehr direkt, aber auch indirekt über Ziele. Wir haben ja auch darüber geredet, dass eben, also nur schon auf die Toilette gehen, im Grunde genommen auch ein gewisses Ziel ist. Und zwar ein sehr kleines, aber halt trotzdem eigentlich ein Ziel ist letztendlich. Oder wenn du jetzt dir dein Duschen, nur schon duschen gehen oder halt deine Nägel schneiden, das sind auch alles so kleine Ziele. Nostalgie war auch noch da. Nostalgie war auch ein Thema, aber wenn du jetzt das mal so anguckst, du hast gesagt, ja, du weißt doch nicht so recht, wohin, und dann im Prinzip läuft man in einem Kreis und man weiß, also so meine Frage ist dann so mehr, wie hast du dann bisher dahin gefunden, wo du hingekommen bist bisher? Weil du bist ja irgendwo hingekommen, wo du jetzt hier sitzt. Hast du das alles ohne aktive Ziele gemacht? War dir das alles so mehr unbewusst oder hast du überhaupt gar nicht drüber nachgedacht und ja, genau. Oder insgesamt einfach wie? Also ich habe mir schon immer was überlegt, wenn ich was Neues angefangen habe, also jetzt oder was gemacht habe. Aber jetzt nicht so, oder sagen wir es so, ich habe einfach noch nicht so ein großes Ziel gefunden, was ich gerne erreichen würde. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, jetzt habe ich Bock auf das, also mache ich das. Also so habe ich immer entschieden. Also jetzt hast du Bock auf das, jetzt mache ich das. Und dann hast du dir da zum Beispiel ein Ziel gesetzt nachher noch für das oder nicht mehr? Oder sagst du eigentlich, ich mache jetzt einfach das, was jeden Tag so anfällt oder wie? Ja. Also meine Ziele sind immer recht kurz. Sagt man dem? Nicht witzig, sondern... Kurzfristig. Also einfach so halt so für den nächsten Tag, für die nächste Woche so. Ja. Ja, oder also für das nächste Jahr oder so. Ja. Also ich glaube, ich plane nie viel, viel länger als ein Jahr voraus, so in meinem Kopf. Weil irgendwie kommt es auch nicht so, wie ich mir das plane. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Boot, das den Ozean überquert. Mhm. Oder also, du hast halt so einen Kapitän, der ist mit seinem Frachtschiff unterwegs und der geht ja Tausende, Zehntausende von Kilometer hinterlegt er auf dem Meer, dass er von der einen Küste zur anderen Küste kommt mit seinem ganzen... den ganzen Waren oder was da halt immer drauf ist, Containern, whatever. Ja? Und ich meine, das geht ja wochenlang, bis das, also der ist wochenlang auf dem Meer und du siehst weit und breit kein Land, gar nichts. Das ist nur Meer, egal in welche Richtung du guckst, du siehst kein Land und erst wieder, wenn du eigentlich kurz bevor du beim Hafen bist, dort wo du eigentlich hin möchtest, siehst du dann wieder Land am Horizont letztendlich, oder? Und jetzt stell dir mal vor, wenn er seine Anker also so hochzieht und jetzt losfährt vom alten Hafen und jetzt keinen Kompass hätte und der Kompass ist die Analogie zum Ziel, wo würde er da landen? Kommt drauf an. Also vielleicht nirgendwo. Irgendwo. Vielleicht ist er mit dem Kreis oder weil der Ozean ist ja so groß. Mhm. 70% vom Planeten ist ja bedeckt vom Ozean oder irgend sowas. Ja. Und diese Analogie finde ich halt so spannend, weil der Captain kann immer nur ein Ziel setzen. Dass er da auch wirklich landet. Er kann ja nicht gleichzeitig an zwei Hafen anlegen oder Häfen anlegen. Geht ja nicht. Das ist ja ein Schiff sozusagen. Und nur schon ein Grad Unterschied, wenn er startet und er hat ein Grad zu viel oder zu wenig, also in die Richtung. Macht das über die Zeit einen Riesen. Dann macht das über die Zeit, dann landet er nicht irgendwo in China, sondern er landet irgendwo, keine Ahnung, in Australien oder am Nordpol. I don't know. Ja, also ich bin jetzt hier kein Experte, aber ein Grad alleine schon über solche Distanzen. Er landet gar nicht mehr dort, wo er eigentlich hin wollte und ist dann völlig am falschen Ort. Und so sehe ich das halt auch so ein bisschen im Leben, nur mit dem Unterschied, dass du halt, dass es nicht eindimensional ist, dass es nur einen Hafen gibt, es gibt halt viele Lebensbereiche sozusagen, aber dass du halt, wenn du nicht so am Horizont zumindest so ein gewisses eine grobe Vorstellung hast, dann wirst du halt so eher tendenziell nicht dahin kommen, wo du vielleicht hin willst, so. Und du hast vorhin über Erfolg geredet oder Erfolg im Beruf oder so. Zum Beispiel für mich ist Erfolg oder allgemein als Mensch, wenn du das Ganze als Basis runternimmst, ein Mensch, der das, was er sich vornimmt, erreichen kann. Egal in welchem Bereich das ist.
Menschen, die nicht erfolgreich sind, meiner Definition nach, sind Menschen, die nicht, also die das, was sie sich vornehmen, nicht erreichen. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel auch nur schon, wenn du täglich Sport machen willst, aber das nicht erreichst, bist du für mich in dem Kontext nicht erfolgreich, weil du willst täglich Sport machen, aber du schaffst es nicht. Mhm. Egal, was der Grund ist. Mhm. Oder? Und meistens kommt dann als Erklärung, ja, ich bin nicht so diszipliniert, ich bin das oder jenes, ich bin nicht so sportlich. Aber nichts, also das ist ja dann, es bestärkt ja nur noch, dass man das dann nicht macht. Und das finde ich dann auch super spannend, weil im Prinzip, statt dass du dir vornimmst, dass du das machst, tust du lieber erklären, warum, ja, nee, nicht ausreden, sondern tust du erklären, warum du das nicht machst und sagst, okay, das bin ich jetzt. Und das finde ich auch super, also spannend, wenn man das jetzt mal so nebeneinander anguckt. Mhm. Ja.